Hallo, LibreOffice, Einführung in Writer, Ändern von Seitenrändern. Sie können Seitenränder auf zwei Arten ändern, verwenden der Seitenlineale, einfach und schnell, aber Sie haben keine Feinsteuerung. Verwenden des Dialogs Seitenvorlage, damit können Sie die Seitenränder bis auf zwei Dezimalstellen genau festlegen. Wenn Sie die Ränder über die Lineale ändern, wirken sich die neuen Ränder auf die Seitenvorlage aus und werden im Dialog Seitenvorlage entsprechend angezeigt, wenn Sie diesen das nächste Mal öffnen. Außerdem werden die Änderungen auf allen Seiten, für die diese Vorlage eingestellt ist, übernommen. Zum Ändern der Ränder über die Lineale gehen Sie wie folgt vor. Erstens, die grauen Bereiche der Lineale sind die Seitenränder. Setzen Sie den Mauszeiger über die Linie zwischen dem grauen und weißen Abschnitt. Der Zeiger verwandelt sich in einen Doppelpfeil. Zweitens, halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie die Maus, um den Rand zu bewegen. Und zwar so zum Beispiel einmal hier. Nun sieht man den Doppelpfeil und dann ziehen. Oder hier oben. Die kleinen Pfeile auf dem Lineal werden fürs Einrücken der Absätze verwendet. Und zwar die hier. Sie sind oft an der gleichen Stelle wie die Seitenränder. Daher müssen Sie darauf achten, dass Sie die Randmarkierung und nicht die Pfeile bewegen. Platzieren Sie den Mauszeiger zwischen den Pfeilen und wenn sich der Mauszeiger in einen Doppelpfeil verwandelt, können Sie den Rand bewegen. Zum Ändern der Ränder über den Seitenvorlagendialog gehen Sie wie folgt vor. Erstens, klicken Sie mit rechts an irgendeine Stelle der Seite und wählen Sie im Kontextmenü Seite aus. Zweitens, in der Registerkarte Seite des Dialogs geben Sie die erforderlichen Abstände in den Feldern Seitenränder ein. Einmal Seite und hier sind die Seitenränder, die man einstellen kann. Drittens bestätigen Sie abschließend Ihre Änderung mit OK. Natürlich geht das auch über den Menüpunkt Format Seite. Ciao und viel Glück!